Hallihallo, da bin ich wieder. Ein weiteres Unboxing-Video für euch. Diesmal ist es ein AliExpress-Paket. Wer diese lange Rolle kennt, weiß auch, um welches Paket es sich handelt oder um welchen Händler. Ich suche gerade hier meinen Cutter. Es geht hier um. Ich habe wieder bestellt. Ja, jetzt wäre ich fast auf den Namen nicht gekommen. Evermoment. Ich habe ein Bild von Evermoment bestellt. Die haben wieder super toll verpackt. Ich hoffe, ich kriege das auf. Natürlich Adressetikett, Versandetikett unkenntlich gemacht, wie es sich gehört. Ich hoffe, so viel Schnitt reicht. Gucken wir mal. Jetzt wisst ihr, warum man sich die Nägel oder den Nagellack versaut, weil man ständig solche hartnäckigen Pakete öffnet. Egal, Hauptsache Päckchen öffnen. Ich kann ja drüber lackieren. So schnell ist kein Bild aus China geholt. Ja, ich hau in letzter Zeit viel rein mit. Ich schlag zu, was Diamond Painting Bilder aus dem Ausland betrifft momentan, weil bald kommt ja diese Zolleinfuhrsteuer und so weiter. Und danach wird erstmal lange Ruhe sein. Ich wollte erstmal einen Vorrat anschaffen. Ja, ich habe ja auch dieses große Bild von Diamond Painting Deutschland geholt. 1,20, glaube ich, ist der groß NASA-Bild. Aber wie dem auch sei, Diamond Painting Vorrat erstmal auffüllen. Jetzt ist es ein Bild von Evermoment, habe ich mir ausgesucht, selber gekauft, selber bezahlt, ist nicht zur Verfügung gestellt. So. Wie haben die das eingepackt? Wer will ja gar nicht aufgehen hier. Egal, erzähle ich euch halt was. Ihr kennt wahrscheinlich, jetzt kommt es aufs Alter an, obwohl das kommt wieder in Mode, so wie ich das aus dem Social Media Bereich mitverfolgen konnte. Ihr kennt diese Flower Power Busse von früher. Ja, davon habe ich mir ein Bild bestellt. Leute, wie habt ihr das verpackt? Ist auch lange her, war Evermoment immer so mit Verpacken? Die Rolle könnte jetzt den Dritten Weltkrieg überleben oder so ähnlich. Ach so, nochmal zur Erinnerung für die, die es in Facebook nicht mitbekommen haben. Ab nächste Woche Sonntag, dem 2. Mai, kommt wieder regelmäßig Livestreams. Der erste Livestream nach langer Pause findet statt am 2. Mai um 16 Uhr zu unserer bekannten Zeit. Um 16 Uhr hier auf meinem YouTube-Kanal. Jeder ist natürlich gerne eingeladen und wer mit mir auch sich unterhalten möchte über den Chat, der denkt bitte daran, meinen Kanal hier zu abonnieren, weil sonst kann er nur zugucken und mit zuhören, aber nicht schreiben. Moment. Ja. Und was wollte ich noch sagen? Ich wollte mich auch an dieser Stelle für die vielen lieben Genesungswünsche von euch bedanken. Und die tollen Kommentare, die ihr fast hinter jedem Video hinterlässt. Ich freue mich nämlich über jedes Kommentar, den ihr mir da schreibt. Und ich lese sie auch alle, manche früh, manche ein paar Tage später. Aber ich bin glücklich. Wenn ich Kommentare lese, bin ich glücklich. Bitte seid fleißig, was die Kommentare betrifft. So, ich habe in letzter Zeit ein paar Videos über Evermoment gesehen. Bei den meisten kamen die Deckel, jetzt habe ich Panik zu gucken, kaputt an. Ich habe jetzt das Glück, dass das hier nicht kaputt ist, sondern hier diese eine Ecke leider ist eingedetscht, aber zu. Ja, ich brauche diese Posterrollenrohre, heißen die, ne? Posterrohr. Heile angekommen, super. Ich liebe ja dieses Feeling von Evermoment, ne? Hübsch, hübsch mit Herzchen. Seht ihr hier? Struktur.
wie heißt das? Prägetapete oder so? Prägetapete? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gefällt mir das. Das ist total edel, toll gemacht. Evermoment, das ist mein Bild, mein Flower Power. Ich mache das mal jetzt auf. Ja, wenn das dann so kommt, ist es traurig, aber dennoch kann ich das ja benutzen, ne? Da ist mein Bild. Oh, das ist mein Toolkit mit den Makaronen, Pinzette, Stift mit zwei Fingerschonern mit diesen Schaumstoffgriffen. Evermoment. Spitze, Qualitätspinzette, weißes Schiffchen. Die dicken Fünfer oder Sechser, Mehrfachaufsetzer, Dreier, Mehrfachaufsetzer. Und dann haben wir hier für Wachsplättchen. Oh, wie viele sind das denn? Vier Wachsplättchen, die kann man sich da reindrücken. Und das ist eine gute Farbe, die findet man auf dem Tisch immer wieder. Zwischen den ganzen Tütchen, die man dann hat. So. Ihr wisst, Evermoment hat auch öfters Washi-Tape drin. Also in jedem Paket eigentlich Washi-Tape. Übrigens Washi-Tape. Ich habe mir zwei neue bestellt aus eBay. Einmal in Braun und einmal in Oceanblau. Die finde ich schön, aber es ist ja jetzt ein Unboxing über Evermoment. Evermoment tut auch sehr qualitativ hochwertige Bags da rein, Zipbeutel und ganz schön viele. Gucken. Die letzten habe ich ja eigentlich der lieben Feli versprochen gehabt, aber die wurden dann in unserem Projekt Perlensticken auf Reisen verwendet. So, Toolkit beiseite. Zu viel des Guten. Toolkit. Es geht ja nicht um das Toolkit hier, ne? Dann kommen die Steinchen. Steinchenbeutel. Zwei von Nummer zwei. Seht ihr schon die Farben? Die Farben. Ich werde das niemals wieder so reinkriegen. Aber ich sag's euch, das sind Farben. Allein wegen den Farben habe ich dieses Bild geholt. Ach, das sind auch die neuen Tüten mit dem anderen Aufdruck. Ja, ich weiß allerdings nicht, was diese drei da bedeutet. 500er Beutel. Sollen es wahrscheinlich sein. Jetzt kommen die ganzen Farben. Seht ihr die? Krass, ne? Wunderschöne Farben. Also, das ist ein Gelb. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt, wie das eigentlich ist. Ich sehe es später erst im Video. Türkis. Giftgrün. Ja, das ist komisch. Das kann man so nicht zeigen. Das sieht hier aus wie Senf, aber ist es nicht. Das ist auch so ein Neon-Gelb-Grün-Stich. Alles so schöne Farben. Also ich krieg nicht viel. Ich krieg nicht genug von diesen Farben. Unser liebste Farbe 666. Hammerfarbe, ne? Also ich habe hier sehr viele Farben. Sehr viele, 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 viele Farben. Auch wenn nicht zu viel von einer Farbe, aber es sind schöne Farben bei. Orange, Flieder. Das ist ein schönes Türkis. Och Gott, oh Gott. Seht ihr? Also über die Qualität von Evermoment brauchen wir nicht zu diskutieren. Die Qualität von Evermoment ist definitiv toll. Statement of Diamonds. We are using. Aha. Das ist mir neu. Ich habe schon lange kein Diamond Painting Bild von Evermoment bestellt. Das ist so ein Beipackzettel, Erklärung der Diamanten, die wir verwenden. Der Unterschied von Diamanten aus Harz und Acryl. In letzter Zeit gibt es zwei Arten von Diamanten auf dem Markt. Genau, der Preis für die Harzdiamanten ist höher, fast doppelt so hoch.
Unterscheiden zwischen den Harzdiamanten und Acryldiamanten. Da kann man das auch erkennen. Evermoment ist stets bemüht, eine erstklassige Qualität für alle Materialien wie Diamond, Leinwand, Druckfarbe umweltfreundlich und aus harmlosen Substanzen hergestellt. Druckmaschine, Designerverpackung und Versandwege zum Kundendienst zu wählen. Das ist nett, dass sie sich so dazu geäußert haben. About Diamond Inventory. Ah, 160 bis 200 Diamonds in kleinen Päckchen und 800 bis 1000 Diamonds in großen Päckchen. Das ist dann auch noch mit geäußert. Also wir haben ja früher immer gedacht, das sind 500er. Ist es aber nicht. Die wiegen es ab und tun es da rein. Das kann also in so einem Beutel. Was heißt das hier nochmal? Was war das? 800 bis 1000 Stück drin sein. Okay, verstehe ich. Ich comprende. Ah, habe ich vergessen, euch zu zeigen. Das ist mein Flower Power Bus. Seht ihr, wie viel? Da steht auch Flower Power, Peace-Zeichen. Und aus wie vielen Farben besteht es? 50 Farben. 50 Farben. Die Symbole, die ich mir dann hier rausschneiden werde und auf meine 56er Slotbox aufbringen werde mit Tesafilm drüber. Das kann ich dafür verwenden. Aber erst wird das kopiert. Nicht vergessen, ne? Das wird kopiert, damit man noch die Legende hat. Muss es sein? Nein, weil die Legende ist meistens auch auf der Leinwand. So, hier sind die, oh, langweiligen Töne, glaube ich. Nee, doch nicht. Seht ihr, Leute? Oh, mich kann man ja immer mit so einem Zeug locken, ne? Oh, Candy Rosa. Die Blautöne auch wunderschön. Flower Power, das kommt hier auch über meinen Tisch hier. Kommt oben drüber, das sind sehr viele Steine. Wir wollen alle die Leinwand jetzt sehen, oder? Warten wir mal kurz. So, bevor wir aber zu der Leinwand übergehen, habe ich mir hier nochmal von meinem Projekttaschen geholt. Ich packe sie alle mal da rein. So wird eine wackelige Angelegenheit für euch, weil ich immer wieder gegen das Stativ komme, ohne Absicht. So, dann weiß ich, das gehört alles hierzu. Alles in den Beutel. So, die packe ich auch da rein. Seht ihr die Farben? Och, wie viel Grau. Oh mein Gott, von der 318, wie viel haben wir denn da? Ich schau mal mit euch. 318, 7200 Stück. Ach, daher auch so viel. 415 ist auch nicht wenig. 4000 Stück von der 415. Also sind sehr viele Steine. Viel, viel, viel Diamonds. So, damit ich auch später weiß, um welches Bild es geht, packe ich das mit noch da rein. So, dann weiß ich, worum es geht. Toolkit kann ich zurückpacken. Weil original soll so bleiben, wie das auch war. Die kann draußen bleiben. Ja, ich krieg so langsam Hunger, ne, heute. Ja, ich habe gerade wohl erwähnt, habe ich erwähnt, mit dem Livestream ab nächsten Sonntag, ab dem 2. Mai um 16 Uhr. Und dann wieder alle 2 Wochen, denke ich mal. Momentan nicht so viel Gedanken drüber gemacht.
Wenn euch mein Flower Power Bus gefällt, den Link zu dem Flower Power Bus füge ich euch auch in die Videobeschreibung bei. Ich würde mich freuen, wenn ihr übrigens zahlreich zum nächsten Stream am 2. Mai erscheint. So, das kommt erstmal zu den Projekten. Einmal, irgendwann knallt mir das Ganze runter natürlich. So, jetzt holen wir die Leinwand aus dem Posterrohr. Seht ihr? Typisch. Typisch. Evermoment. Evermoment. Übrigens, Diamond Paintings, ich war wahnsinnig. Ich habe drei Bilder von Diamond Art Club bestellt. Und die sind, wenn alles gut klappt, morgen da. So. 1 bis 2 Tage noch. Also heute ist Samstag und Montag müsste das kommen. Montag müsste es kommen. Ja, Evermoment hat noch nicht zum Flüssigkleber gewechselt. Leider noch nicht. Doppelseitiges Klebefolie. Doppelseitige Klebefolie. Evermoment. Always worth your time, money and trust. Waagerecht. In 2 aufgeteilte Folie. Untere Hälfte, obere Hälfte. Dann haben wir schön große. Soll ich euch näher ranzoomen? Moment. Besser ist es, ne? Oh, ich bin wohl hier irgendwie auf das Pauseknopfchen gekommen. Ich weiß jetzt nicht, was ich alles mitbekommen habe. Das ist die waagerechte Leinwand nochmal von neu, weil ich nicht weiß, ab wann ich da halt. Ja, das ist übrigens hier die sehr breite äußere Kante. Kontaktdaten von Evermoment. Moment, ich versuche es euch so zu zeigen. Hier sind die Kontaktdaten zu Facebook, Insta und YouTube. Hier sind die Stores vertreten. Stores, die kann man sich halt mit dem Barcode-Scanner kann man sich die abchecken und dann landet man halt im Shop. Hier ist nochmal Official Store. Dann hat man direkt Zugang zu diesem Store. Zu dem Store von denen, ob das über AliExpress nur ist, weiß ich nicht. Das ist hier in fett und groß die Legende mit den Nummern. 318 war das 318, was ich hatte, ja. Die 318 ist ein R, vertreten so oft. Also Grautöne sind sehr oft vertreten hier. Wir haben hier eine in 2 aufgeteilte Klebefläche, also kein Flüssigkleber, doppelseitige Klebefolie wurde verwendet. Die Leinwand ist eigentlich neu, die Art und Weise. Ist aber ein bisschen störrisch. Störriger als, ne? So. Muss ich mal gucken. Muss ich echt mal gucken. Weil gerade habe ich direkt dieses, das Doppelseitige mit entfernt. Ging schneller als ich dachte. Seht ihr? Das kam direkt gerade mit. Das ist die doppelseitige Klebefolie. Die kam leider direkt mit. Komisch. Also ein bisschen warm streichen. Und dann könnt ihr das, seht ihr, ist auch schon direkt verschmiert dadurch. Der Druck. Hoffentlich hat Evermoment am Druck nichts geändert. Ich bin so schlau, ich schaffe es immer wieder kaputt zu reißen. So, jetzt zoome ich euch. Einen Augenblick, bitte Geduld. Ich zoome euch ein bisschen näher. Mein Platz hier. Ich bin so. Daher so viel Grau. Ein bisschen näher. Ihr seid zu weit raus. So, das ist der Druck. Da, wo überall R ist, war ja. Oh,
Kann man leicht mit Dings arbeiten, ne? Mehrfachaufsetzer. Klar wie Kloßbrühe, der Druck. Was sagt ihr? Was ist das? Ein Würfel? Hier. Schön der Druck, ne? Man möchte direkt loslegen hier. Das sah für mich gerade aus wie zwei Augen. Also, keine Zehnerraster, das gefällt mir. R's, überall R's. Das ist ja lustig, wenn die runden Dinger irgendwo dazwischen sind, sehen sie aus wie Augen für mich. Der Druck gefällt mir. Ja. Das ist der Hinterrad, glaube ich, hier vom Flower Power Bus. Das Probepainten überlasse ich weiterhin der lieben Janine. Hier von oben betrachtet, machen wir auch mal auf. So. Muss man natürlich aufpassen, dass man hier das mit dem Klebefolie nicht direkt mitnimmt. Ne? Und ich habe gerade ein Stück von dem Macaroon von dem Giveaway, was da mit dabei war, für die Wachsplättchen, hatte ich ein bisschen Farbe unter dem Fingernagel. Komisch. Oh. Mein Flower Power. Direkt mit Washi-Tape versehen hier bitte. Seht ihr die Schrift? Flower Power und das Peace-Zeichen. Da kam ich ja gerade dran und deshalb ist es dreckig geworden. Seht ihr? Schön sieht's aus, ne? Wie groß war das Bild? Ha! Tja, was habe ich denn hier für eine Größe gehabt? Das war nicht klein. Habe ich euch die Größe gesagt? Leute, warum schreibt niemand mehr die Größen der Projekte auf die irgendwie an die Seite oder so? Ich habe es nicht auf dem Kopf gerade. Ich glaube, steht tatsächlich nirgendwo dran. Hammer, krass. Hammer, hammer, schade. Ich sehe tatsächlich die Größe nirgendwo. Ich hole mal kurz die Legende raus. Die da raus, vielleicht steht die da irgendwo drauf. Es hat 60.000 Steine. Steht hier. Tatsächlich steht die Größe nicht drauf. Ich glaube, es hatte eine Größe von 60 mal 90. Ich werde gleich, wenn ich den Link für diesen Flower Power Bus für euch in die Videobeschreibung einfüge, nach der Größe schauen. Und es euch in die Beschreibung mit reinschreiben. Weil, komisch, normal hat das irgendwo immer zu stehen. Weder auf der Legende noch auf der Leinwand steht sie leider nicht drauf. Kann ich nicht ändern. Aber blöd, dass sie das halt nicht mehr draufschreiben. Traurig. Weil nicht immer weiß man, wenn es dann ankommt oder wenn man es dann anfängt zu painten, welche Größe es hatte. Man lernt sowas nicht auswendig. Schade. Ne? Wieso sie das abgeändert haben, kann ich nicht sagen. Sollten die vielleicht mal wieder einführen, dass sie die Größe dran lassen. Ich roll das mal wieder zurück. Seht ihr, das steht auch nirgendwo hier drauf. Früher stand es immer irgendwo an einer Ecke dran. Da. Moment, ich roll das mal zurück. Auf die ursprüngliche Form. Keine Panik, bitte.
nicht in die entgegengesetzte Richtung. Ich habe daraus gelernt, in die normale, ursprüngliche Form, in der die auch gekommen ist. Dann kommt es in meine Sammlung unterm Tisch. Ich will euch nur zeigen, dass halt hier unnötige Informationen stehen, die Painter eigentlich kaum so interessiert. Das ist die Produktnummer. Nach der kann man, glaube ich, im Store von Evermoment nachschauen, nach dem Bild. Da ist das Vorschaubild. Hier ist die Colorlist, Farbenliste, Symbolliste und Menge mit den dazugehörigen DMC-Nummern. Aber die Größe des Bildes ist nicht mehr drauf. Ja, das sind wahrscheinlich die Firmen, mit denen sie arbeiten. Zenas. Ach, keine Ahnung. Naja, schade. Das ist etwas jetzt, was mich total irritiert. Ich hoffe dennoch, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über euer Daumen hoch freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr demnächst wieder in meinen Videos dabei seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr am 2. Mai beim Livestream dabei seid. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund, in Liebe. Eure Mine. Ciao, ciao.